Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr euch das anschaut. Willkommen zu einer neuen Folge Blasphemous. In der letzten Folge habe ich den Dude in der Eisenrüstung, in dieser Folterrüstung kennengelernt, der da an den Baum gekettet war. Und der hat mich gebeten, ihm doch ein bisschen Olivenöl zu holen. Scheint er zu mögen und ja, den Gefallen will ich ihm natürlich tun. Aua! Aber erstmal, ich glaube, hier geht's links weiter. Pass auf. Links weiter oder nach oben? Links weiter oder nach oben? Ich glaube, ich will erstmal die drei von der Tankstelle hier. Zack, 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 zack. So, und du. Kann man die Schläge von ihm... Aua! Peitsch mich! Okay, die Schläge von ihm kann man auch parieren. Gut. Sehr gut. Weiß ich schon mal mehr. So, will ich nach rechts? Oder will ich nach oben? Ich will nach rechts. Komme ich nach rechts? Oh. Ah, sieht mir nicht danach aus. Das finde ich auch ein bisschen kacke, dass man nicht so weit nach unten schauen kann, um zu schauen, wie es da weitergeht. Okay. Das war knapp. Zack, einmal hier hoch. Ich glaube, ich gucke mir erstmal an, ich gucke mir an, was oben ist. Komme ich da überhaupt hin? Doch, wahrscheinlich von hier. Zack, 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 zack. Hallo? Oh. Wow, wer bist du? Pack mich hier ab. Bam. Schon wieder bei der Peitschen-Andi hier. Aua. Peitschen-Peter. Oh, ich bin gestorben. Ups. Okay, 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 okay. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, wie viel Leben ich noch habe. Ich finde, das sollte... Wenn man Lowlife ist, sollte es irgendwie... Manche Spiele... Sorry, ich habe mir gerade eine Nuss reingeworfen. Bin ich fertig? Manche Spiele, geben einem ein Zeichen, wenn man Lowlife ist. Das kennt man eigentlich zum Beispiel von Zelda. Die ist didit, didit, didit. Dann gibt es wie tatsächlich so ein kleiner Alarm. Oder dann, hat man dieses Herzschlaggeräusch. Bum, 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 bum. Oder man hat rote Ränder an den Seiten. Gut, okay, aber das scheint, natürlich ein Hardcore-Game. Ne? Also es braucht sowas nicht. Von daher nehme ich dem Game auch nicht krumm. Und ich muss selber einfach mal aufpassen, dass ich nicht einfach sterbe. Und so lernt man auch das Map-Layout besser kennen. Aua, der wird mich treffen. Shit. Moment, Osek. Zack, zack. Hoch und dann holst du dir beide. Hol dir beide. Beide gleichzeitig. Jawoll. So, ab nach oben. So, hier kommt jetzt erstmal der... Aua! Der macht gut Schaden. Okay, das habe ich nicht gesehen. Dass er so viel Schaden macht. Okay, hol dir mal deine... Seelen zurück. Vorsicht. Hier unten kommt jetzt gleich noch ein... Ist er hier? Hier ist er. Warte mal, den will ich mir auf jeden Fall holen. Mann! Nein! Okay. Das mit dem Ledge Grab, das fuckt mich ein bisschen ab. Das ist mir zu viel. Okay, cool. Der hält aber fast gar nichts aus hier. Ups, da ist noch einer. Ich sollte mehr dodgen. Ja, dodge mehr. Ich muss mich selber daran erinnern, viel zu dodgen. Wer bist du? Hagrid mit einer Dornkrone? Und irgendwas auf dem Rücken. Oh. Das ist eine magische Bombe. Okay, für Hagrid ist der Kerl zu klein. Oder vielleicht ist es eine alte. Doch, es ist eine alte. Was hältst du denn aus? Come on. Okay. Ah. War das die aus der Geschichte? Von vorhin? Schmeißt die mit Olivenöl um sich? Oh, Vorsicht. Vorsicht. Nein, 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 nein. Das ist zu viel. Osek.
Okay, Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Verfolgt mich nicht. Hoch. Hoch. Komm schon. Ein Hit noch. Oder zwei. Jawohl. Ich trinke jetzt erstmal was. Ich habe gerade eben so ein bisschen die Befürchtung, dass ich sehr, sehr viel verpasse, indem ich einfach immer weiter hochgehe. Von daher will ich Folgendes machen. Ich will erstmal zurückgehen. Und ich muss noch rausfinden, ob die Gegner respawnen, wenn man quasi aus dem Bildschirm rausgeht. Wie hier, wenn ich jetzt wiederkomme. Die Gegner bleiben tot. Okay, perfekt. Das ist gut zu wissen. Nein! Oh. Oh, okay. Gut, alles gut. Jawohl. Siehst du? Hätte ich fast ein Item verpasst. Incense Garlic. Knobi. Incense Garlic. Bulb white as bone. Very hard to find. Its intense aroma, reminiscent of sandalwood, is only noticeable on rainy days, betraying its hiding place. It was sought after by the herbalists with the best sense of smell for its miraculous properties. Cool, ich wette, das kann ich, den Knobi kann ich beim Krankenhaus abgeben. Bei dem College da. Noch hier. Das Plattforming ist bis jetzt noch nicht die stärkste Seite des Spiels, das muss ich sagen. Mir gefällt das Kampfsystem relativ gut, aber das Springen und alles, es fühlt sich noch so ein kleines bisschen sluggish an. Ja, mal gucken, vielleicht wird es im Laufe der Zeit besser. Oh, wen hast du denn hier unten? Huch, so, komme ich bis da nach oben? Nee. Also nach unten. Oder vielleicht gibt es hier ein... Vielleicht gibt es hier ein Secret? Nein. Okay. Zack, zack, zack. Über die Brücke. Das war auch knapp. So. Ich könnte hier nach links weiter. Oder aber... Hier nach unten. Gucken, was es da gibt. Ah, okay, ich hätte mich einfach runterfallen lassen können, ich Vollidiot. Na egal. Hallo, wer bist du? Ein Geist an der Glocke. Probier dich mal aus. Wow, Vorsicht. Ich mag das Spiel. Cool, Glocke ist tot. Pete Glocke war das. Zack. Machst du? Ups, Vorsicht. Aua. Hallo? Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich so Probleme habe, dem auszuweichen, weil der weiter unten spawnt und ich es nicht sehe, quasi wo der hochkommt. So. Ich hab mir doch redlich noch ein bisschen Leben verdient. Okay, will ich da hin? Aua, okay, nein. Weißt du was? Nein, 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 nein. F you. Nein, 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 nein. Ich gehe erstmal wieder hoch. So, und was ich tatsächlich vorhabe, ist, erstmal wieder komplett zurückzugehen. Ich bin gespannt, ob es im Laufe des Spiels noch ein Schnellreisesystem gibt. Ich bin gewillt, komplett zurückzugehen zu unserem Homie hier unten und dem seinen Knoblauch zu bringen. Ja, das werde ich tun. Ich darf nur nicht auf dem Weg dahin sterben. So. Vorsicht, Osek. Gab's da unten Tod oder? Ne, gab's nicht. Okay. Aber da gab's Tod, das weiß ich. Hier muss ich aufpassen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hallo, mein Schatzi. Du willst nur Öl haben, ne? Ja, ja, er wollte nur. Ja, okay, ja, alles gut. Er wollte nur Öl haben. Ging es hier unten weiter? Aber vielleicht gibt es hier einen. Nee, schade. Wo ich so früh dieses Geheimnis da gefunden habe, in einem der ersten Räume da hinten.
Habe ich natürlich auch schon Bock, irgendwie noch mehr zu finden. Naja, egal. Ich weiß ja jetzt so ungefähr, wo die Reise hier oben hingeht. Ich bringe... Aua. Ups. Hoppala. Okay, okay. Danke, 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 danke. Die Babys bringen mich wieder zurück. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Coole Animation auf jeden Fall. So. Gib mir meinen Geist wieder. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Hier unten kann mir nichts passieren, ne? Hier bin ich tatsächlich noch nicht lang gegangen. Ich probiere es einfach mal. Ha? Nein! Spring doch hoch! Fuck. Okay, nochmal. Ich will noch nicht sagen, dass ich frustriert bin vom von der Plattforming-Seite des Spiels tatsächlich. So, warum konnte ich gerade eben nicht nach oben springen? Ich kann doch nach oben springen. Warum springst du nicht nach oben? Oh, oh okay. Psst. Psst. Zügle dich, Osek. Zügle dich. Alles gut. Alles gut. Üb nochmal an der zweiten Leiter. Nein, an der ersten Leiter. Kann doch nicht so schwer sein. Muss ich vielleicht... Oh. Okay, wenn ich einfach nur springe, macht er gar nichts. Aber ich drücke zur Seite. Ich drücke zur Seite und drücke die A-Taste. Das heißt, er springt hoch. Hier tut das auch. Hier tut das komischerweise nicht. Da tut das komischerweise nicht. Er tut es da komischerweise nicht. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Okay. Höchstens 2-3 Versuche noch. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich merke, ein kleines bisschen mich die Frustration beschleicht. Aber... Die Frustration beschlich mich schon. Jetzt hat's geklappt. Komischerweise. Okay, die Frustration beschleicht mich auch sehr oft bei Dark Souls. Also alles gut. Game, das war jetzt nicht so schlimm. Hi, wer bist du? Und was hast du für mich? Und wieso... Gibt's da hinten... Ah, ich wette, man braucht den Fernkampfangriff, um dieses Baby zu befreien. You've acquired Heart of the... Virtuous Pain. Sword Hearts. Oh, was Neues. Equip a Sword Heart in Mea Culpa to modify its properties. They grant powerful upgrades, but this always counts at a price. Okay. Wo ist denn mein Sword Heart? Heart of the Virtuous Pain. Sword Core, blessed with defensive prayers, can be inserted into Mea Culpa. Boosts the blocking stand, increasing its duration, but exposes the penitent one longer to enemy attacks. Boost the blocking stand, increases duration. Meint er das? Also es ist ja, das ist blocking stand wahrscheinlich. Okay, ich muss es ausprobieren. Mal gucken. Mal gucken. So, mal gucken, ob ich jetzt hier wieder vernünftig rauskomme. Ja, okay, das war jetzt diesmal überhaupt kein Problem. Oh, ihr seid wieder da. Oh, ich habe mich ja fast vergessen. Wisst ihr was? Ihr könnt, aua, ihr könnt mich mal... Oh, es tötet die nicht. Aua. Menno, ihr seid fies. Okay. Oh. Oh, was für ein großartiger Execute-Move. Schön. Schön, vom eigenen Schild zerdrückt. Also mein Penitent One ist aber ein ziemlich brutal One, Alter. So, hier geht's zurück. Ich will zum Mea Culpa zurück. Ach, durch euch hätte ich auch was vergessen. Sehr gut, Rosek. Du hast gelernt, wie ich gesehen habe. Eigentlich könnte ich hier einfach nur durchlaufen. Ich muss hier ja nicht die ganze Zeit fighten.
Vor allen Dingen, ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, ob die Kohle bringen, wenn ich die fighte, die Gegner. Ja, die bringen Kohle. Okay, dann lasse ich es doch. Dann fighte ich vielleicht doch. Also es ist ähnlich wie die Seelenmechanik bei Dark Souls. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass die Alte mir noch einen mitgibt. Zack, zack. Und ab dahin. Wo war ich hier? Ich war schon oben, ich war schon unten. Und wo kam ich? Oh, scheint egal zu sein. Oh, ups. Hallo Schildbürger. Ah, okay. Ja, ja. Das war... No way. Was? Oh, ich starte hier wieder. Ach. Ach. Schlafe mit meinem Leben. Verdammt. Okay. Ich renne jetzt zu meiner Leiche zurück. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Warum kann man denn da sterben? Das ist ja lame. Aua, sorry. Sorry, wollt ihr euch nicht stören? Lass mich mal durch. Danke. Okay, einmal hier lang. Ja, ja, ist ja schon gut. Zack, zack, zack. Nein, hier wollte ich nicht hoch. Alles gut. Dankeschön. Bin nur auf der Durchreise. Sorry. Wäre schön, wenn man in der Luft dodgen könnte. Das gefällt mir so bei Hollow Knight. Okay, warte mal. Ich muss quasi ja jetzt unten lang. Bin ich richtig? Ich glaube ja. Weil die Leiche müsste jetzt hier irgendwo sein. Ja. Was hat denn dann? Das kann doch nicht sein, dass ich diesen Jump nicht schaffe. Geht doch! Wie kurz bin ich denn gerade gesprungen? Strange. Ich mag das Gegnerdesign soweit. Es ist echt abgefahren. Und es... Man hat jetzt in dem Spiel schon mehr verschiedene Gegner gesehen, als so in so manchem in... Ja, in 5 Stunden. Okay, mit dem habe ich schon geredet. Ja, okay, okay, da hast du nichts... Er hat nichts mehr zu sagen. Ich frage mich, warum ich diesen Hebel da nicht umlegen kann. So, ich habe, glaube ich, was für dich. Give Incense Garlic. Jo. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Linen Cloth. Was ist Linen Cloth? Quest item, Linen Cloth. A user's rag that seems to slightly vibrate at times, emitting an unintelligible buzz. The affliction sometimes leaves its mark on mundane-looking objects, unable to reveal the miracle under its mantle of corruption. Okay, was sagt denn die Lore? Linen Cloth. Febrile as he was, he hardly noticed that someone had sat down next to him. A gentle hand patted a white cloth on his forehead. It was a fabric of the utmost softness, which allowed light through it as if it were a sheet of paper, and was soaking with feverish sweats and providing such relief that he could not help but fall asleep. When the cloth was soaked, the nun got up and handed it to the Mother Superior, adding, "With this, we will be able to have his confession." Warte mal, verstehe ich das richtig? Ist das ein... War das eine Art Waterboarding? Eine Art Waterboarding, Werkzeug? Wollen die mit diesem Leinentuch jemanden ein Geständnis rauszwängen? Wer weiß. So. Hi, Mea Culpa. Mea Culpa, pass auf. Kann ich hier nicht? Oh. Okay, okay. Ich bin noch ein Mea Culpa. Warte mal. Vielleicht nochmal Y? Nee, ich kann hier nur Geld ausgeben.
mir Seelen ausgeben. Wann kann ich denn mein Schwert upgraden? Ich kann es nicht equippen. Kneel in sacred ground to reforge mehr Körpers Heart. Ah. Okay, ich wette mit dir, ich hab das noch nicht freigeschaltet. Also die Fähigkeit, mein Schwert abzugraden. Okay. So, was will ich denn als nächstes haben? The Penitent One performs a fourth combo to finish attack. Combo finish attack, das finde ich gut. 2000 Euro, ich habe genau 2030. Das unlocke ich. Wo ist die Finishing Attack? Ich wette, da muss ich einen Gegner für schlaugen. Was gab's hier nochmal? Ach ja, genau, das war dieser Geheimgang. Gut, ab nach oben. Ich glaube, ich will jetzt mal das Gebiet erstmal außen vor lassen. Entweder nach unten weiter oder nach rechts. Ich wette, das sind die drei Wege, die mir am Anfang gesagt worden sind. Wo ich hingehen soll. Ja, das wird das sein. Ja, stimmt. Icy irgendwas. Dann gab es irgendeine Tomb. Und noch irgendwas Drittes. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Obwohl das vor nicht mal einer Stunde war. Egal. So. Ich will nach unten. Nach unten hört sich immer gut an. Oh, das ist der dritte Angriff. Der vierte Angriff. Oh, schade, ist nicht durchgegangen. Weil er schon tot war. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Fuck. Lass sie erstmal schlagen. Och, Manno. Mann, keiner hält mehr als drei Schläge aus aktuell. Okay, hier geht's weiter. Aua, fuck, zu spät. Komm. Mann, ich bin so gut. So, komm. Problem bei Dark Souls war es der rechte Trigger, nicht der rechte Bumper. Der quasi... Oh. Okay, also mit einer Combo ist jetzt tot. Das Parry gemacht hat und mit dem rechten Trigger hat man einfach nur das Schild hochgenommen. Das heißt, man muss sich jetzt gerade so ein bisschen umstellen wieder. So, ich würde sagen, es geht auch unten weiter. Komm her. Oder ich würde auch sagen, es geht eben nicht nach unten weiter, weil der Weg mir hier versperrt ist. Shit. Okay, gut. Dann nach rechts. Weil Eisgebiet schön und gut. Ich will mich nochmal ein bisschen anderweitig umsehen. Weil man muss auch mal was von der Welt sehen. Oh, upsala. Na komm. Zack. Kann ich hier noch ein zweites Mal kriegen? Nee. Zack. Was habe ich gesagt? Das erste Mal den zuerst. Zack. So, jetzt du. Willst mal schlagen. Ah, falsche Richtung. Komm mal. Noch ein Hit. Jawohl. Aua. Ich glaube, hier oben war ein... Ja, hier oben ist ein Bonfire. Das heißt... Ich glaube, ich chill jetzt erstmal mit dem Trinken. Beziehungsweise, wenn hier oben ein Bonfire ist, kann ich auch vielleicht was trinken. Okay, also dieser Finisher-Hit, dieser vierte, der macht ungefähr so viel Schaden wie zwei normale. Weil ich habe jetzt 5 Hits gebraucht, um ihn umzubringen. Ja. Ich gehe nach oben, gehe da mal am Altar rasten. Weil ich da quasi einen Respawn-Punkt habe und dass mein Leben wieder voll ist.
Und dann will ich rechts weiter erkunden. Beziehungsweise jetzt könnte ich... Ich habe zwei Wege, um weiterzugehen. Hier, das hat nicht funktioniert. Where the olive trees wither. Ach, ich mag das Spiel. Ich bin sehr froh, dass ich ein... Oh, ich kann jetzt ins Inventar. Und dann... Jetzt kann ich es equippen. Equip. Heart of Virtuous Pain. The Works and Graces of Sorrowful Miracle, second verse. The wind blew strongly through the fractures of the cathedral that the great tree had originated, lifting the ash, creating dense gray clouds, hiding the whole mother church and drowning her in a deep darkness of lead. The ground began to tremble. Then a terrible cry was heard from the depths of the mountain of ash, and that cry was joined by more and more. Guttural screams, animal roars, monsters, and one which was heard all above, the scream of an old man which resounded gravely, as out of the throat of a giant. Ooh. Okay, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist meine Blockstance tatsächlich länger? Das muss ich jetzt gleich mal testen an den Schildboys. Schildboys, wo seid ihr? Hier unten? Ja, ne? Hier irgendwo wart ihr. Hallo? Oh ne, hier muss ich nicht lang. Da, da geht's wieder ins Verderben. Okay. Oh. Ah. Oh, sorry. Okay, man hat auf jeden Fall, man ist un... Man kriegt keinen Schaden, wenn man gerade im, quasi im Finishing Moving, am Finish Moving ist. So, den oberen Eingang und den unteren. Den oberen. Ab dafür. Okay. Dann geht's unten doch wahrscheinlich in irgendwelche Katakomben. Okay, ich habe das Gefühl, wenn man... Warum habe ich jetzt gerade mehr Schaden gemacht? Das war so ein roter Blitz. Ich glaube, da gibt es ein Parry-Timing. Dann kann man die direkt finishen danach. Ich probiere es hier nochmal. Hm, nicht geklappt. Verdammt. Komm, darf ich an. Oh, ich springe auch noch rein, ich Vollidiot. Was gibt's da unten? Es sieht fast so aus, als würde man da lang können. Ja, man kann hier lang. Die Face-Setting, Deer-Wielding, Alte ist wieder am Start. Okay, das Gegnerdesign ist Boss. Also, das Gegnerdesign finde ich schon, finde ich großartig. Also, und das ist auf jeden Fall das Highlight. Oh! Okay, wenn ich zweimal... Ich muss noch nicht mal X drücken. Pass auf, ich probier's mal anders. Ich kann quasi zweimal Bumper drücken. Cool. Geht auch. So, hier passen wir ein bisschen auf, weil hier ist wieder... Aua, oh Gott. Okay, pass auf. Vorsicht. Erstmal heilen. Das größte Problem, was ich habe, ist... Aua. Hold, oh, nee. Fuck. Okay. Okay, okay, okay. Ich brauche einen, ich brauche einen Bonfire in der Nähe. Weil das ist mir definitiv zu weit. Obwohl, so weit ist das gar nicht. Okay. Ich hole mir meine Leiche ab. Die ist zwei, drei Bildschirme weiter. Zack, dab, dab, dab. Einmal hier nach unten. Ups. Ich gebe nochmal das perfekte Parry-Timing. Das war es nicht. Okay, hier nochmal. Gerade eben hat es geklappt.
Eben hat's geklappt. Komisch. Sehr komisch. Bei ihm hat's geklappt. Ich lasse mir mal sehr lange Zeit, aber ich habe das Gefühl, mein KKK-Anbeter hier, der schlägt ganz von alleine. Oh, habe ich gerade eben tatsächlich den Stein geblockt? Who knows? No, oh, shit. Warte mal. Meine Leiche ist hier doch irgendwo. Ach, er schlägt von alleine. Oh, okay. Wenn ich blocke, dann macht er automatisch eine Riposte quasi. Und ich kann die anscheinend mit X zur richtigen Zeit noch verstärken. Interessant. Interessant. Okay. Das war's für heute. Beziehungsweise für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Folgt dem Kanal. Ja, ich habe auch einen Twitch-Kanal übrigens. Mr.Osek, www.twitch.tv/MROSEK. Da habe ich ein... Ja, ich habe ein Schedule, dadurch, dass ich arbeite und dadurch, dass ich jede Woche quasi einen neuen Dienstplan kriege, streame ich noch unregelmäßig und zu, ja, unregelmäßigen Zeiten. Aber ja, schaut einfach mal rein. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Blasphemous.